Es ist 19 Uhr. Hier ist das MDR Thüringen-Journal. Herzlich willkommen zum Thüringen-Journal. Heute ist der Tag der Menschen mit Behinderung und da soll es um die gehen, die meist jeden Tag Höchstleistungen verbringen mit Dingen, die für andere ohne Einschränkungen nicht der Rede wert sind. Wir haben eine junge Frau im Eichsfeld besucht, die es mit einem aufgeschlossenen Arbeitgeber auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft hat. Ein Beispiel, wie Inklusion funktionieren kann, als große Chance für alle. Kurz vor dem Advent ist auch in diesem Eichsfelder Lebensmittelmarkt für die Angestellten viel zu tun. Seit letztem Sommer ist auch Pauline mit dabei. Die 20-Jährige kam über eine Förderung hierher. Denn Pauline hat ein Handicap. Dabei fällt ihre geistige Behinderung so überhaupt nicht auf. Im Gegenteil, die junge Dame wirkt freundlich, aufgeschlossen. Auch wenn die Anforderungen für eine reguläre Ausbildung zu hoch sind, ist sie als ungelernte Kraft im Team angekommen. Also es gefällt mir sehr gut und ich bin zufrieden und ich bin halt glücklich, hier zu arbeiten und die Kollegen sind halt einfach nett und ja, und ich bin sehr stolz, dass Simon mich so angenommen hat. Paulines Arbeitgeber stellte sie nach einer kurzen Einarbeitung ein und will sie auch behalten. Seitdem her war dann halt mal das Angebot gewesen vom Arbeitsamt, dass man mit einer Förderung die Pauline halt auch in ein richtiges Beschäftigungsverhältnis übernehmen könnte. Und das haben wir dann halt gemacht. Und die Kollegen arbeiten gern mit ihr zusammen. Sie ist immer pünktlich, sie ist immer da und wir sind mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. Also ich merke auf jeden Fall, dass Pauline die möchte. Die möchte arbeiten und der Wille ist da. Auch wenn sie eine Frage hat, dann kommt sie, fragt, aber kriegt das halt auch wirklich eigenständig hin. Nach wie vor sind viele Arbeitgeber gegenüber Menschen mit Behinderung zurückhaltend. Aber durch die aktuelle Fachkräftedebatte bekommen die vielleicht endlich die Chance, die sie verdienen, um je nach Einschränkung als Teil der Gesellschaft auf dem Arbeitsmarkt einzukommen. Das merkt auch Markus Arndt, der als Berufsberater für Menschen mit Behinderung auch Pauline seit Jahren kennt. Jetzt mittlerweile durch diesen Fachkräftemangel hat es sich so entwickelt, dass die Arbeitgeber sich der Sache positiv gegenüber öffnen. Nicht jeder, aber doch viele. Und dass so Möglichkeiten entstehen, wo Behinderte einfach heute eine Nische finden, wo sie einmünden können, wo früher keine Möglichkeit war. Und es wäre schön, wenn dieser positive Trend einhält. So wie bei Edeka Simon im Eichsfeld. Im nächsten Jahr sind bereits neue Vermittlungsgespräche mit der Agentur geplant. Jeder zweite Arbeitslose mit einer schweren Behinderung sucht länger als ein Jahr nach einer Beschäftigung. Das ergibt eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit. Insgesamt waren in Deutschland vergangenes Jahr etwa 80.000 Menschen betroffen, die körperlich, geistig oder seelisch erkrankt sind, Tendenz steigend. Ihre Belange standen heute im Fokus beim Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Nadine Gräser arbeitet 8 Stunden am Tag und das gerne. Sie ist psychisch eingeschränkt. Vor 9 Jahren hat sie hier angefangen, in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Neunkirchen. Auf dem ersten Arbeitsmarkt konnte sie nur schwer mithalten. Du musst nicht in einer bestimmten Zeit eine Arbeit getan zu haben. Und das hat schon gestresst. Oder auch die Angst, ja, was wird, wenn der Vertrag ausläuft. Nadine will in der Werkstatt bleiben. Ein Wechsel zurück in den ersten Arbeitsmarkt wäre auch sehr schwierig. Nur weniger als 1% der Menschen mit Behinderung schafft es von der Werkstatt in einen regulären Job. Wir haben uns intensiv befasst mit der Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt. Dazu brauchen wir Instrumente, die die Integration in den ersten Arbeitsmarkt verbessern. 170.000 Unternehmen müssten Menschen mit Behinderung einstellen. Ein Viertel zahlt lieber eine Ausgleichsabgabe. Dabei hätten die Firmen sogar Vorteile. Da gibt es Lohnzuschüsse, da wird der Arbeitsplatz umgebaut und barrierefrei gemacht. Und da gibt es wirklich großzügige Fördermöglichkeiten, die aber kein Mensch kennt. Nadine ist mit ihrem Job zufrieden, bekommt dafür aber nur 250 € im Monat. Eine Expertenkommission soll nun Vorschläge für eine faire Entlohnung machen, damit Menschen wie Nadine von ihrer Arbeit leben können.